auf das Brot. Was tust du hier? Ich kam gerade nach Florenz zurück. Schau dich an. So schön wie eh und je. Aber Ezio, es ist 2 Jahre her. Und ich habe nur an dich gedacht. Aber Ezio... Was ist denn? Ich bin verlobt und werde heiraten. Mein Vater drängte mich zu einer Entscheidung. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Ah! Es ist Manfredo! Er wird ihn umbringen! Wer? Ein Kerl, an den er Geld verlor. Er hat ihn zum Ende der neuen Brücke gezerrt. Wer zur Hölle ist Manfredo? Mein Verlobter! Grazie, Signore. Ihr wisst nicht, wie knapp... Oh, ey, wartet! Was tut ihr denn? Liebst du sie? Was? Ob du sie liebst? Christina, die Frau, die du heiraten sollst. Ja, das tue ich. Ich schwöre es. Tötet mich jetzt und ich sterbe voller Liebe zu ihr. Du wirst nie wieder spielen, verstanden? Niemals, Signore. Du wirst ihr ein guter Ehemann sein. Oder ich spüre dich auf. Und bring dich um. Ihm geht's gut. Er wird dir ein guter Mann sein. Dafür habe ich gesorgt. Was? Was ist denn alles? Ma cosa? Was ist in Ihnen gefallen? Hey!
Hey, wir sind doch nicht bei den Leuten. Thank you.
Was bin ich? Buona giornata. Stai attento! Buongiorno. Che gioco di lui. Hast du den weißen Ritter gesehen? Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. In
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Gehört? Der Baron de Valois ist tot. No. Nun wird sich Bartolomeo d'Alviano sicher gegen den Papst erheben. Das bringt Cesares Feldzug ins Stocken. Wäre das denn so schlecht? Wohl nicht. Es heißt, das päpstliche Vermögen sei erschöpft. So serio? Der Schatz des Papstes ist unerschöpflich. Wenn seine Heiligkeit Geld braucht, bringt er einfach einen reichen Kardinal um. Ekelhaft. Sein Name ist Ezio Auditore. Wer? Der Assassine. Er ermordete den Bankier. Man sagt, er könne durch die Hallen des Vatikan wandeln und niemand könne ihn aufhalten. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Vielleicht wird Cesares Herrschaft bald enden und die Kirche erstrahlt wieder in ihrem einstigen Glanz. Ich schreibe die Predigt und hinterlege sie euch im Schrein. Passt auf, dass sie überzeugend wirkt. Mit Leidenschaft. Unsere Anhänger tun, was wir ihnen sagen, Patrone. Sie glauben, ihr Gott spricht zu ihnen. Bene. Habt ihr den Schlüssel? Ja, Patrone. Möge der Herr mit euch sein. Und auch mit euch, Patrone. Assassino! Ihr kriegt mich nicht! Mein Aufstieg bringt mich näher zu Gott und fort von euch, Assassino! Weigert!
Anscheinend ist Gott auf meiner Seite, Assassino! Die Anhänger Romulus arbeiten für den Papst. Natürlich. Sie sind unwissend. Sie sind erleuchtet. Ihre Grausamkeit hat... Die Anhänger Romulus arbeiten für den Papst. Natürlich. Sie sind unwissend. Wir sind erleuchtet. Ihre Grausamkeit treibt das Volk in das Licht der Kirche. Geschwind! Ihr könnt nirgendwo hin. Törichter Narr! Ihr führt Krieg gegen die, dank derer sich die Menschen nicht gegen Recht und Ordnung auflehnen. Eure Ordnung ist ohne jedes Recht. Requiescat in pace.
Da ist er wieder. Könnte unser Mann sein. Hey, hey! Halt! Wir kriegen dich!